Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Aussicht. Wir sind dabei! Herzlich willkommen auf der Burg Waldenburg. Der erfahrene Wanderer startet leicht fröstelnd. Von Waldenburg unten liegt im Kanton Basel-Land, brauchst du vom Bahnhof etwa 30 Minuten. Dort kannst du auch gut deine vierrädrige Kutsche hinstellen oder du kommst mit dem Waldenburger Bähnli. Steigst dort aus und dann geht's flott hoch, etwa eine halbe Stunde. Und jetzt geht's gleich ganz hoch. Aber es sind schon Muggel hier und es ist 8 Uhr. Herzlich willkommen auf der Burgruine Waldenburg. Ist noch ziemlich gut erhalten. Hier gibt es unzählige Verstecke für das Gorilla-Gold. Holt euch das Gorilla-Gold! Ja, ich habe mich entschlossen, sogar 3 Gorilla-Gold-Taler zu verstecken, weil es so eine geniale Burg ist. Überall hat es Nischen. Und ich werde euch mit der Kamera dorthin führen. Ja. Und jetzt geht's mal ganz hoch. Und ihr seht, hier geht das rein. Richtig rustikal mit dieser Treppe. Und die ersten Muggels sind doch schon da. Geht's denen noch? Da geht's jetzt ziemlich hoch. Und da gibt's 2 super Verstecke. Muss ich gucken, wie ich das mache. Hier auf eine tolle Nische. Diese Holztreppe. Geht's richtig in diesen Wachturm hoch. Bin unten schon rumgesprungen wie ein Gorilla. Deshalb bin ich etwas außer Atem. Und jetzt wird's richtig dunkel und eng. So, da ist wirklich eng. Kommt dann so ein Zwischengeschoss. Und dann geht's hier hoch. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Aussicht. So sieht es hier aus auf der Waldenburg-Burg. Ich werde jetzt hier auf dieser Ebene ein Gorilla-Goldstück verstecken und dann eine Etage tiefer auch nochmals ein Gorilla-Gold. Schau dir den Film genau an und hol dir das Gorilla-Gold. Seid ihr 2 Kinder? Gerne auch 2 mitnehmen. Denn das ist eine Spezialburg. Es gibt 3 Gorilla-Goldtaler zu finden. Jetzt legen wir noch das Farbenkreuz. Ich hoffe, du hast Schaufel und Schnur dabei. Jetzt brauchst du mir einfach zu folgen. Jetzt geht's wieder nach unten. Thank you.
Hier musst du ein bisschen aufpassen. Es geht recht steil nach unten. Komm mit. Und hier ist das Fadenkreuz. Aber sei hier bitte vorsichtig. Es geht überall steil nach unten und das Geröll ist sehr locker. Man ist sehr einfach abgerutscht. Bitte ganz, ganz vorsichtig. Nicht, dass da etwas passiert. So, und hier das Fadenkreuz. Und hier werde ich mal buddeln. Denn hier kommt die Schatulle hin mit dem Login-Büchlein. Und da hast du euch die Ziffer oder eine Niete. Sehr lose hier, das geht sehr gut. Passt auch auf, dass nichts nach unten geht. Ich schirme hier mit meinem Körper ab, nicht dass das unten irgendwelche Wanderer trifft oder so. Ah, das ist noch ein alter Ziegelstein. Und jetzt eine richtige Burgmünze, das wär's noch. Ich habe das Loch, aber jetzt zeige ich euch die vier Punkte, wo ihr die Schnur befestigen sollt. Aber vorsichtig, hier geht es tief nach unten. Ich habe hier das Gorilla-Stativ. Also, ich habe hier begonnen. Bei diesem moosbedeckten Baumstumpf gehe dann hier entlang. Genau über das Loch geht es zu diesem kleinen Bäumchen. Das ist eine Rose, eine Wildrose. Hier, hier hin, ist eine Linde sogar. Und dann geht es hier entlang. An diese äußerste Ecke, da müsst ihr extrem vorsichtig sein. Und dann ist genau hier das Fadenkreuz. Es hat immer beim Short Gorilla Trail so ein Login-Büchlein. Hier, Waldenburg. Auf der ersten Seite ist die Ziffer für das Endspiel oder eine Niete. Du kannst dich hier einloggen. Ich war am 1. Mai hier, 2024. Dann hat es einen Stift drin und der Erste, der holt sich dieses Gorilla-Gold, wenn er nicht schon beide oben hat. Und sonst bitte einfach lassen. Danke. Hat auch einen Bleistift drin. Pass bitte auf, dass der Bleistift die Hülle nicht verletzt. Der ist ziemlich spitz. Der ist jetzt regendicht. Und dann kommt diese Schatulle und das so rein. Da kann man sich verletzen, bitte vorsichtig. Die kommt so darüber, damit die Steine die Hülle nicht verletzen. Und die mache ich noch ein bisschen Hölzchen, einen Schutz gegen außen. Und das kommt so rein. Hat auch so Ziegel, da lege ich so einen drauf. Und hinten hat es einen Hohlraum, es hat wirklich sehr viele Ziegel. Lege ich mal die Ziegel ein bisschen nach hinten. Da, da, da habe ich noch einen Ziegel. So, jetzt kommt das wieder schön zu, so. Dann sieht man da gar nichts. Und ihr seht, das Fadenkreuz geht genau hier drauf, wenn ihr es richtig macht. Dann wieder alles schön zumachen. So, Steine drauf. Ich mache euch sogar ein Steinmännchen drauf. Dann hat es der Erste einfacher. Und es wäre nice, wenn du auch so ein Steinmännchen wieder hinbauen würdest, damit der nächste Gorilla Trailgänger auch seinen Spaß hat. Und das war der Short Gorilla Trail auf der Burg Waldenburg im Kanton Baselland. Viel Spaß auf den Gorilla Trails und dann beim Endspiel. Euer White Gorilla. Sind alle 6 Short Gorilla Trails hier bei YouTube hochgeladen, kannst du je 2 Burgen auf einer Karte oder im Geoportal verbinden. Wenn sich ein gleichschenkliges Dreieck bildet, in dem ein Dorf Platz hat, dann hast du die Linien zwischen den Burgen richtig gewählt. Im Dreieck liegt ein Schweizer Dorf und 2 Bäche. Das Endspiel zu den 6 Gorilla Trails beginnt beim Dreieck, in dem sich die beiden Bäche treffen. Holst du dir das Gorilla Gold des Endspiels?
Und falls das Short-Gorilla-Büchlein weg wäre, dann findet ihr hier unter meiner Hand die Ziffer für das Endspiel. Oder eine Niete. Hol dir das Gorilla-Gold beim Endspiel.